Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video in F1 22. Bevor das Tutorial gleich startet, wollte ich euch nochmal meinen Dank aussprechen und zwar mit Hilfe dieser Grafik. Das sind die Ergebnisse der letzten Livestreams von den letzten 2 Wochen, die ich wirklich aktiv mit F1 22 durchgezogen habe. Ihr seht, die Zahlen gehen wirklich absolut krank nach oben. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, der zuschaut, der im Lurk ist, der mitfährt, der aktiv im Chat schreibt, der raidet. Egal was, einfach nur ein ganz großes Dankeschön. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, liebe Freunde, dann schaltet meistens so ab 20 Uhr ein. Ich streame hauptsächlich bis Mitternacht, außer an den Daten, die ihr jetzt hier seht. Da habe ich Rufbereitschaft und werde dann nicht streamen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und nun geht es ab ins Tutorial. So, es gibt 2 Sachen, wo ihr drauf aufpassen müsst. Der Boxenbesuch ist angemeldet. Entweder ihr achtet auf die Zeit oder ihr achtet auf die Linien, und zwar genau dann, wenn sie ganz kurz davor sind, sich zu berühren, wenn sie innerhalb der 1 sind mit der Taste da. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber machen wir das Ganze nochmal, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. So, und jetzt achtet mal ganz genau nur auf die Linien, die zueinander führen. Und zwar, klack. Ich sag mal so, in 9 von 10 Fällen ist das Ganze total easy. Aber eine Sache noch, und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr in der Box seid, ja, ihr seht das Schild da hinten und ihr denkt euch dann so, ja, oh, hoppala. Wenn ihr zu früh drauf drückt, ja, dann guckt mal auf die geschätzte Boxenstoppzeit. Ja, das ist alles andere schön. Und sie trödeln und trödeln, und das möchtet ihr natürlich ja vermeiden. Im Grunde genommen war es das schon mit dem besagten Video. Also, passen wir nochmal zusammen. Achtet auf die Zeit, so ab 0,5 Sekunden könnt ihr drücken, wenn ihr einen optimalen Stop haben wollt. Oder achtet auf die beiden Linien, die ganz kurz davor sind, sich zu berühren, sage ich jetzt mal, wenn sie innerhalb der Taste sind. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja. So, zum Abschluss des Videos noch eine kleine Frage, liebe Community. Habt ihr bisher bei den Einlenkpunkten immer Probleme gehabt oder war das bei euch immer überhaupt gar kein Problem? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentarsektion. Und da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.